Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von God of War. Beim letzten Mal sind wir hier mitten in diesem oder bei dem Aufzug stehen geblieben. Da machen wir weiter. Wahrscheinlich kommt noch, genau, jetzt kommt noch eine Phase mit Gegnern. Wie wir hierher gekommen sind, schaut gerne dazu in den letzten Part rein. Der sollte auch über das i verlinkt sein. So. Wie kann ich eigentlich mehrere nochmal markieren? Okay, nicht nötig. Ach, Moment, da ist noch einer. Okay, hiermit nicht. Hiermit vielleicht. So. Na gut, dann halt so. Kannst du den abschießen? Danke. Damit habe ich beide gekillt. Easy. Ich mag sowas, wenn man Gegner runterwerfen kann. Das ist irgendwie immer cool. Da fühlt man sich richtig clever. Und dich reißen wir einfach auseinander. Wir kommen gut voran. Okay, das war... Ja, danke, Hard Boys. Wo haben wir noch Gegner? Ah nein, so eine Hexe. So. Moment. Und zack. Ach, da ist immer noch einer. So, haben wir noch? Okay, hier haben wir noch eine Hexe. So. Ja, ich weiß. Wo ist denn die? So, komm. Danke. Das war knapp. Mach bitte weiter, Atreus. Genau, dann können wir aber auch hoffentlich den Hammer jetzt komplett runterfallen lassen, womit wir durchkommen. Durch die dicke Eisschicht. Das ist ja eigentlich unser Plan. Und das sieht... hi. Ich habe eigentlich den schon abgeworfen. Ja, kannst du... So. Und dann hier noch. Und damit kommen wir hoffentlich hoch. Sehr nice. Das bedeutet aber wahrscheinlich ein einmaliger Weg hierhin. Ich wüsste nicht, wie wir hier nochmal herkommen sollten. Gut gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, du Miese. Fand ich aber. Fand ich gar nicht. Eigentlich. Also ich habe was anderes erwartet. Nun gut, wir müssen. Ach, wir müssen hier an der Seite entlang. Gut, einmal den ausführlichen Weg. Hier ist doch sicher aber irgendwo so eine Möbel, die wir abwerfen können für ein Achievement. Also da ist er. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber vertrau mir. Okay. Dann. Schade. Bereit? Let's go. Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl. Okay, dann einmal bitte Hammer zum Mitnehmen. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm. Hab keine Angst. Warum sollte ich? Ich hab dich. Ihr seid irre, Ian. Alles gut. Gut, wir müssen weiter. Das müssen wir. Boah, ich hoffe, wir kommen noch an die Truhe ran, die wir beim letzten Mal verpasst haben, weil ich nicht weiß, wie man da hinkam. Mal gucken. Der Hammer war auf jeden Fall schwer genug. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. So. Dann einmal hier rüber. Jetzt müssen wir eine kleine Jump-Run-Passage wohl machen. Zu der Truhe darunter möchte ich auf jeden Fall. Komme ich so schon hin? Nee.
Dann einmal jetzt vielleicht. Ich weiß nicht, wie wir hier runterkommen. Aber die Truhe... Also ich hätte gedacht, hier runter zu denen. Aber vielleicht müssen wir auf der anderen Seite noch rum. Hier runter. Das weißt du woher? Er ist Magni und Modi. Oh, ein Zwerg. Nicht jetzt. So, fester Stahl. Den nehmen wir mit. Und gehen jetzt hier den regulären Weg. Waren das die? Es sieht so aus, als müssen wir kämpfen. Ich mache erstmal gucken. Okay, die sind alle nicht ansprechbar für uns. Hier oben rein kommen wir auch nicht. Ne, hier auch nicht. Gut. Dann geht's weiter. Einmal hier lang. Oh nein. Ja, Magni und Modi, die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Oh. Die werden ihn nicht mal finden. Das da hinten sieht aus wie unser Questgebiet. So schön leuchtend. So, ja, hoffen wir, dass die beiden Zwerge zurechtkommen. Die könnten, beziehungsweise sie können ja sich auch unsichtbar machen, haben wir beim letzten Mal erfahren. Vielleicht klappt das ja bei denen. Okay, hier haben wir wieder so eine magische Barriere. Ah, eine große Speisesaal. Neidobjekt von ganz Midgard. Komisch. Da war doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Da. Ah ja. Wollen wir da lang? Wollen wir erstmal gucken? Können wir hier irgendwas machen? Scheinbar nicht. Bald müssen wir mal irgendwie lernen, wie wir diese Portale oder diese Tore öffnen. Da haben wir einige im Laufe des Abenteuers kennengelernt. So, was haben wir denn hier? Nichts. Hier oben ist eine Truhe. Das heißt, ich möchte da hoch. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Mal gegen schießen. Okay, wir können den nehmen. Ach ja, einfach so werfen. Mach mal das auf. Da kommt ein Gegner, oder? Natürlich kommt da ein Gegner. Da kommen mehrere Gegner. Das ist ja fies. Gegner, die werfen können. Damit rechne ich ja nicht. So, Moment. So, was machst du jetzt, mein Freund? So. Dann einfrieren. Au. Und easy. Achso, wir können den noch ein bisschen... Kann der hier draufhauen? Einfach hier in die Ecke. So, komm. Du musst doch sterben. Manchmal bist du mir echt unheimlich. Wieso denn? Wir haben es doch geschafft. Alles gut gegangen. Okay, dann haben wir da drüben noch Gegner. Und da haben wir noch einen großen Gegner. Die Frage ist, will ich die rausholen? Ich glaube schon. Warum auch immer. Ich habe die Hoffnung, dass da irgendwas Sinnvolles bei rumkommt. So. Hi. Ich bin schneller. Du bist eingefroren. Und... Zack. Nummer 1. Und hoffentlich gleich Nummer 2. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Der wird sich aber hoffentlich ein bisschen... Oh cool. Ich habe aus Versehen zu lang X gedrückt.
Au. Oh, schnell pushen. Okay. Davon kommen wir durch. Ja, ja, Moment, wir holen uns noch die anderen Sachen. Ich denke, der in der Mitte hat sogar eine Frostflamme, wenn wir Glück haben. Schön auf den Kopf. So. Mal kurz alles einsammeln. Haben wir noch Heilung hier rumliegen? Nee. Ups, das war... falsch. Ach komm. Das hättest du auch... besser... Steinbad voll. Au. Ja, Entschuldigung. Das wird wieder ein Troll sein wahrscheinlich, den wir theoretisch auch mit Fernkampf ganz gut hinkriegen. Aber, nee. So, ich hau den mal so ein bisschen... Was, hinten? So, jetzt da, komm. Also für so einen Gegner, so einen Hauptgegner, der sogar eine Bossbar hat, haben wir den echt gut runtergekriegt. Also, man merkt auf jeden Fall eine Steigerung in mein Skill auch so ein bisschen bei den Kämpfen. So, komm, irgendwo eine Frostflamme dabei. Was bist du? Keileansturm, Runenbeschwörung. Okay. Macht Betäubung halt viel. Das kann man... Aber ich finde bis jetzt die Wölfe am besten. So, war das eine Frostflamme? Nein, schade. Ich habe wirklich mit einer Frostflamme gerechnet. So, jetzt kommen wir aber auch hier hoch. Ach, wir müssen sogar alle drei machen. Okay, wir durften uns nur die Reihenfolge aussuchen. Hier ist der Thron. Gibt nichts zum Zerstören. Da vorne ist was. Siehst du, ihm geht's gut. Dachte ich, verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchten. Besser ist. Bevor wir da hingehen... Ich möchte einmal kurz zur Truhe und dann gucken wir, was der... Oh. Moment. Dann geht's hier einmal runter. Und ich tippe, wir müssen das hier machen. Das sieht gut aus. Okay, dann nochmal da hoch. Ich wusste nicht, dass das so ein Zeugturm ist. Das habe ich nicht erkannt von der Entfernung. Aber dann lasst uns erst mit dem quatschen. Hallo. Wieso ist das weg? Das ist doch fies. Oh, Brust. Aber das höchste ist Stufe 4 anscheinend. Zumindest haben wir nicht mehr, aber die Sachen sind natürlich... Das ist natürlich... Aber nur Minus. Warum sollte ich das machen und wo kriege ich schwelende Glut her? Also die haben natürlich flammende Vergeltung, moderate Bonusaktivität, das Gegner im Kreis erschütternden Brandschaden zufügt. Das ist natürlich nice. Na schön. Aber... Komm einfach wieder, wenn du etwas brauchst. Ja. Kann sein, dass dadurch, dass wir weitergegangen sind, natürlich das getriggert wurde. Ich frage mich auch, wir werden wahrscheinlich nicht jede Welt in dem Basisspiel erleben, oder? Das heißt eigentlich... Oh Gott. Eigentlich müssten wir dann noch manuell mal hin. Wahrscheinlich gibt es da das Zeug dann auch. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich habe die Befürchtung, irgendwas fällt bald ein. Und das sieht aus wie eine Kampfarena halt. Und wir können nur dahin. Ah, okay. Wir haben noch über den halben Part. Beeilung. Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Oh. Junge. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh. Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen.
Was tun wir jetzt bloß? Ey, ihr lasst doch mal meinen Sohn in Ruhe. So, der Kampf gerade eben lief ja ganz gut ab. Mal gucken, ob der hier genauso... das wollte ich nicht. Nein, das auch nicht. Ich wollte das hier. So. Au. Ja, okay, es geht. Das Gute ist, der Junge kommt ganz gut zurecht, ohne mich tatsächlich. Besser als umgekehrt wahrscheinlich. Ja. Ach, jetzt kommen beide. Das ist doch lame. Ja. Hä, was macht der denn? Das ist fies. Lass doch dein Schild weg. Oder müssen die beide gleich viel Leben haben? Au. Da halt konnte ich... Ach nee, das B war nur das Leben. Aua. Hä? Bleib hinter mir, Junge. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keine Ahnung. Komm her, Bastard. Papa hält dir jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Von wo? So. Ah. Okay. Unfassbar, dass du so lange überlebt hast. Ja! Irren Ernst, können kaum den Boden hoch. Klappe halten! Beruhige dich, Junge. Mach ich Schaden? Nee. Sie brauchen wohl noch eine Weile. Hey, lass meinen Sohn in Ruhe. So. Ich kümmere mich erst wieder mal um den hier. Au. Au. Der dürfte eigentlich gar keinen... Also, die Blitze müssten dem eigentlich relativ egal sein. Aber es scheint doch ganz gut zu funktionieren. Muss ich da rückwärts ausweichen? Ich weiß es noch nicht. Oh, das ist cool. Ich konnte das Leben aufsammeln. Konzentrier dich. Ja, konzentrier dich, Junge. Okay. Jetzt wieder den. Au. Ich muss mehr blocken auch. So. Okay, jetzt sind die wieder da und wir müssen wieder blocken. Nö. Lass meine Mutter da raus! Sprich nicht über meine Mami. Hör nicht auf ihn! Okay, machen die jetzt Fakes? Immer? Okay, die machen anscheinend jetzt immer Fakes. Tut mir leid! War das zu viel? Nee, nicht immer. Na, wo kommen sie? Amüsiert ihr euch? Okay, das hat gut funktioniert. Au, oh, ich wollte blocken. Junge, konzentrier dich. Okay. Ach, jetzt kommt der wieder. Drücke X. Okay. Ich hole mir mal kurz Leben. Na, jetzt macht der... Hier was? Au. Au. So, jetzt reicht's mir aber auch mal. Ihr habt ja lang genug euren Spaß gehabt, aber jetzt habe ich auch mal meinen... So, zuerst kommt dein Bruder und dann kommst du. Au. So.
Okay. Der ist weg anscheinend. Jetzt nur noch du. Und was kannst du ohne deinen Bruder? Au. Bisschen Stromschaden machen. Oh, ich bin fast tot. Da sollte ich mal kurz heilen. Ah, da liegt ja richtig viel Leben. Tacken. Ach, der da hinten kommt wieder. Müssen wir die gleichzeitig töten? Kommt da noch was? Au. So. Was machen die jetzt? Nochmal das. Täuschen die nochmal dreimal an? Nee. Das muss für eine Hure gewesen sein, es mit jemandem wie ihm zu treiben. Ich freu dich schon! Atreus, zögere dich! RB, angreifen. Nein! Wie hast du... Du weißt ja nicht, was. Du elendes Schwein! Jetzt du! Komm mal auf, du Feigling! Ich reiß dir den Kopf ab! Die Krankheit. Wieder das Fieber. Nein! Alles gut. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Naja. Wir sollten ihn im Auge behalten. Beunruhigende Konsequenzen. Ja, wir sollten ihn im Auge behalten. Und eine Frostflamme, damit können wir unsere Axt verstärken. Sehr cool. Und Leibtierlegierung, legendär, vom Blitz durchzogenes Metall, verwendet von Thors Familie, dient zur Verbesserung von Knäufen mit Schockschadenseffekt. Gefunden in Schatz verstecken. Nice. Ah, geht's dem Jungen gut? Ich weiß es nicht. Wir sollten uns jetzt was nehmen und dann zu Freya doch vielleicht mal zurückkehren. Sie scheint ja eine Verbündete zu sein. Gut, schlagen wir aber erstmal hier uns was ab. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die Ihr okay. Könnt diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Nice. Finden Sie Bindungspunkte mit L und drücken Sie RT, um zuzuschlagen. Hier? Okay. Ich verstehe es nur so halbwegs, aber naja. Wo kommen wir jetzt raus? Aber wir haben damit keine Möglichkeit. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Seit wann kann man das? Oh, nice. War aber gut versteckt, die Schale. Das nehmen wir mit. Ich hätte aber auch gern noch das andere. Festers Stahl. Können wir hier irgendwo noch hoch? Hier? Nö. Wir haben eins von den ganzen Ziegeln. Das ist doch wieder so eine Schneeflocke, oder? Ich habe aber gerade einen Schmied gehört. Ah, hier ist doch was. Alter, das ist aber... Das ist schon richtig gut versteckt. Wo würde ich als Entwickler das nächste verstecken? Das war das 2... Okay.
Da oben irgendwo? Die Frage ist halt, können wir noch hoch und wieder runter? Ich würde es mal versuchen. Ich kann mir vorstellen, dass das oben ist. Aber naja, was sehe ich hier eins? Ich sehe noch nichts. Ha. Wo kommen wir da? Ach, darüber, okay. Ah, hier können wir wieder das runterwerfen, okay. Nee, bleib oben. Moment. Dann muss hier. Nee. Aber ich hätte gerne erstmal ein anderes Lager. Müssen wir von hier irgendwas machen? Wenn das halt wieder so gemein versteckt ist. Wüsste ich gern wo. Ah, wahrscheinlich doch von da oben. Oh. Alter, das ist echt gut versteckt. Kann man nichts sagen. So, was haben wir denn hier? Noch eine Frostflamme. Nee, Eiskatalysator, legendär. Ein Splitter von Hehlgletscher. Mit ihm kann man Talisman unendlichen Stürmen verbessert werden. Okay, ein bestimmtes Item für einen bestimmten Talisman wahrscheinlich. Aber erstmal jetzt da unsere Axt verbessern. Damit die wieder stärker ist. Und wir noch mehr Schaden austeilen. Aber aktuell bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie wir ausgestattet sind. Der Kampf war jetzt anspruchsvoll, aber gut machbar. Moment, hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Erstmal schmieden. Ja, ja. Ja, Axtverbesserung, danke, ich weiß. Gibt es noch eine Stufe oder ist Stufe 4 das Beste? Frostflamme 5. Okay, dann ist es legendär. Gut. Mal gucken. Blauenbogen geht nicht. Achso, wir haben jetzt doch die andere Hüfte-Ding da, genau. Ja, das nehmen wir mal. Könntest du eventuell versuchen, das sauber zu halten? Nein, ja, versuchen kann man immer alles. Nice. Zauber könnte man auch. Okay, dieses Herstellen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, muss ich sagen. Axtknauf ist nicht der, den wir haben. Talisman ist auch Weltenstaub, den man braucht. Hast du es nicht eilig? Doch, so ein bisschen. Wir müssen nämlich da jetzt lang. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Ja. Nein. Lüg doch nicht. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ups. Ja. Und noch ein zweites. Hier. Nein. Hier auch nicht. Dieses Abploppen. Okay, diese Durchgänge hatten wir schon von Anfang an vom Spiel. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Hm, hier haben wir so einen Diamanten. Den haben wir hier. Aber dazu brauchen wir dieses rote Zeug erstmal. Hier zum Beispiel. Aber ich fange an der Truhe da hinten an. Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang müssen oder ob das optional ist. Ist aber eigentlich egal. So. Ja, Entschuldigung. Na, Junge, du musst herkommen. So. Gut. Da haben wir nochmal Stahl, robustes Schild der Schatten. Dann tun wir das hier noch ranwerfen. Aber runterholen tun wir es erst im nächsten Part. Ich würde sagen, das war's für diesen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund.